Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Pressegespräch anlässlich neuer Entwicklungen zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Helmo Pape. Ich bin Obmann des Vereins Generation Grundeinkommen in Wien, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen und seine Folgen in Österreich voranzutreiben. Es freut mich besonders, heute zwei Forschungsarbeiten, die gerade eben fertig geworden sind, zu Finanzierungsoptionen eines bedingungslosen Grundeinkommens in Österreich und darüber hinaus Ihnen präsentieren zu können. Neben mir sitzen Frau Dr. Elisabeth Dreher und Dr. Florian Wackolbinger, die sich spezielle Finanzierungsvarianten genauer angesehen haben, die einen wesentlichen Einwand gegen das bedingungslose Grundeinkommen, nämlich die Finanzierung über die menschliche Arbeit, über die Einkommensteuer, obsolet erscheinen lassen. Der Einwand, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn es über die Einkommen von einem Teil der Bevölkerung sanktionsfrei und in ausreichender Höhe für einen anderen Teil der Bevölkerung finanziert wird, hat immer das Gerechtigkeitsempfinden der Leute, die wir mit dieser Idee in Berührung gebracht haben, herausgefordert. Es stellt sich heraus, man kann auch andere Wege begehen und möchte mit Frau Dr. Elisabeth Dreher beginnen, ihren Beitrag vorzustellen. Ich darf Sie kurz einführen. Frau Dr. Dreher studierte Volkswirtschaftslehre an der JKU, Johannes Kepler Universität in Linz, und hat nach ihrer Promotion 1995 an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt einen postgradualen Lehrgang in Business Administration mit Schwerpunkt Banking and Finance an der Donau-Uni Krems belegt. Sie war auch an der University of British Columbia und hat nach ihrer Zeit als Universitätsassistentin am Forschungsinstitut für Bankwesen der Uni Linz, wo sie zahlreiche Studien mit Professor Dr. Friedrich Schneider verfasste, gearbeitet. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der Machbarkeit und den potenziellen Vorteilen des bedingungslosen Grundeinkommens. Heute stellt sie uns ihre Forschungen zum Thema Mikrosteuer vor. Frau Dr. Dreher, was ist denn eigentlich die Mikrosteuer und was war Gegenstand Ihrer Untersuchungen? Ja, danke einmal für die Einleitung. Wie gesagt, ich beschäftige mich auch schon seit einigen Jahren fallweise immer wieder mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Und ich sehe bei den Konzepten und bei den Diskussionen, bei den Veranstaltungen immer wieder zwei Kernfragen, die im Vordergrund stehen. Insbesondere natürlich bei den Skeptikern. Und zwar die eine ist, wenn ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt wird, wer wird dann noch arbeiten? Und bei dieser Frage verweise ich dann auf die Arbeit von Herrn Dr. Wackolbinger, der da hier etwas Genaueres dazu sagen kann. Und die zweite Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, wie kann man das finanzieren? Und diese Finanzierungsfrage ist natürlich eine ganz wesentliche Frage, um eine nachhaltige Einführung des Grundeinkommens überhaupt andenken zu können. Die vorliegenden Konzepte haben jetzt im Vordergrund vor allem entweder bestehende Steuern zu erhöhen und oder neue Steuern einzuführen. Und mein jetziger Forschungsschwerpunkt war eben der, es geht hier auch um eine neue Steuer, aber um eine Steuer, die einen etwas anderen Hintergrund hat, eine andere Grundlage. Und das ist eben diese sogenannte Mikrosteuer, wie es hier schon im Titel steht. Und ich möchte da auf die erste Folie verweisen. Ich habe hier das Logo, wo ich überhaupt den Namen her habe. Der Name Mikrosteuer ist jetzt entlehnt von der Schweizer Volksinitiative, die ja gestartet ist und 2021 zur Abstimmung gebracht wurde. Und dort wurde diese Steuer als Mikrosteuer eben bezeichnet. Mikro, weil es sich um sehr kleine Steuersätze handelt. Aber dieses Konzept ist nicht jetzt in der Schweiz erfunden worden. Schon rund 20 Jahre vorher gab es in den USA diese Vorschläge. Dort heißt sie eben Automated Payment Tax zum Beispiel, APT und so weiter. Es gibt also verschiedene Begriffe, die ungefähr eine ähnliche Steuerbemessungsgrundlage zum Ziel haben. Worum geht es jetzt bei dieser Mikrosteuer? Deswegen komme ich gleich einmal auf die zweite Folie. Es ist im Prinzip eine Steuer auf alle bargeldlosen Transaktionen. Das heißt, hier muss man jetzt natürlich schauen, in welchem Umfang das möglich ist. Weil bargeldlose Transaktionen macht jeder, indem er Überweisungen macht, Zahlungen hat, Bargeldbehebungen von Bankomaten und so weiter. Es ist die Mikrosteuer
größer zu sehen als die Finanztransaktionssteuer. Die Finanztransaktionssteuer hat eben genau spezielle Finanztitel zum Ziel, die besteuert werden soll, eben Aktien, Derivate, Anleihen und so weiter. Das trifft eine bestimmte Gruppe und die hat dort viel mehr Ausweichmöglichkeiten als zum Beispiel jetzt bei der Idee der Mikrosteuer. Das möchte ich jetzt noch kurz zeigen. Das heißt, die Mikrosteuer hätte eine viel größere Steuerbemessungsgrundlage und kann deswegen mikro sein, weil eben die Steuerbemessungsgrundlage so groß sein kann, wenn man sie so definiert. In den vorliegenden Konzepten wird von Steuersätzen zwischen ungefähr 0,1 Promille, also 0,1% bis 1% gesprochen, also in dieser Range sozusagen. Und das, je nachdem, was halt sozusagen jetzt gewollt ist und was man wirklich dann auch besteuern würde. Welche Transaktionen sind hier gemeint? Naja, natürlich auch private Transaktionen. Das heißt jetzt, aus offiziellen Statistiken heißt es einfach Zahlungstransaktionen von Nicht-MFI. Das heißt, Nicht-MFI, das sind also private und private Personen, private Unternehmen, die keine monetären Finanzinstitute sind, MFI. Also hier geht es um Bargeldbehebungen, es geht um Überweisungen, es geht um Lastschriften, es geht um Kartenzahlungen, E-Geldtransaktionen und so weiter. Mit einer sehr kleinen Steuer, wenn ich jetzt nur erwähne, das geht es hier, wenn man von 1.000 Euro Überweisung spricht, ist bei 1 Promille, haben wir einen Euro Steuer und bei 1% haben wir 10 Euro Steuer. Das heißt, es wäre eine sehr kleine Steuer, je nachdem, in welcher Größenordnung das wäre und folglich möglicherweise auch der Vermeidungsgedanke nicht so stark, wie er sonst bei neuen Steuern eben wäre. Aber wenn man natürlich zu den privaten Transaktionen auch die Banktransaktionen mit berücksichtigen, die ja de facto also umsatzsteuerfrei auch sind, dann kommt man in eine wirklich große Größenordnung. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel die sogenannten Target-2-Zahlungen auch berücksichtigen würden, da geht es um Interbankenzahlungsverkehr, Liquiditätsbeschaffung, aber auch Zahlung von Waren und Dienstleistungen grenzüberschreitend, also auch wenn Transaktionen über die Grenze gehen, könnte man hier ansetzen, das ist ein riesiges Volumen, aber natürlich, hier habe ich jetzt extra ein Rufezeichen dazu eingefügt, die geldpolitischen Geschäfte der EZB, die auch über dieses Target 2 laufen, die müsste man schon herausrechnen, weil sonst wäre das ja fast ein bisschen widersinnig, aber das kann man anhand der jetzigen Statistiken nicht herausrechnen. Dann, was natürlich ginge, wären die Devisenumsätze, diese Umsätze werden erhoben. Der Devisenhandel macht einen großen Teil der Finanztransaktionen aus. Hier einen kleinen Steuersatz darauf zu lukrieren, wäre eine Möglichkeit. Ebenso auf Zinsderivate, die eben so Swaps, Forward und so weiter Derivate eben sind, die zur Absicherung, aber auch zu Spekulationszwecken ja verwendet werden. Also das wäre sozusagen die mögliche Besteuerungsgrundlage. Und hier nur kurz zu den Zahlen. Ich habe sie hier natürlich zusammengefasst. Jetzt einmal für Österreich, wenn wir diese Positionen zusammenrechnen aus den offiziellen Statistiken, kommt man auf eine Jahreszahl von rund, also man kann ja fast sagen 18 Billionen Euro. Und wenn man hier nur 1 Promille an Steuer erheben würde auf diese Gesamtzahl, hätte man einen Steuernahme mal von 17,9 Milliarden und bei 1% wäre man bei 179 Milliarden Euro. Das heißt, wenn man in dieser Range jetzt überlegen würde, wie könnte man eine Mikrosteuer vielleicht konfigurieren, dann wäre das aufgrund der Größenordnungen durchaus möglich und den Einzelnen würde es nicht so stark treffen, weil eben der Steuersatz sehr gering gehalten werden kann. Jetzt im Vergleich dazu die Steuereinnahmen von 2023, die waren bei 132 Milliarden Euro für Österreich. Noch kurz die Zahlen für Deutschland. Sie sehen auch an der Grafik, natürlich ist das ein ganz anderer Finanzplatz. Hier ist insbesondere der Target-Balken sehr hoch. Hier ist der Finanzplatz in Frankfurt natürlich, spielt hier eine größere Rolle. Hier geht es um 405 Billionen Euro. Und hier macht natürlich 1 Promille Mikrosteuer schon 405 Milliarden aus. Bei Steuereinnahmen von 2023 von 915 oder 916 Milliarden Euro. Also zumindest von der Größenordnung her sieht man, es wäre ein Potenzial hier sehr wohl zwischen 1 Promille und 1% gegeben. Und wenn man das jetzt, diese Steuermöglichkeit mit dem BGE kombiniert, dann sieht man natürlich gleich,
Wenn wir jetzt nur ganz pauschal ein BGE einmal ausrechnen für jeden Erwachsenen von 1250 Euro pro Monat, das wären 15.000 Euro pro Jahr und Erwachsenen und die Hälfte eben für Kinder und Jugendliche, dann kommen wir jetzt. Aber ohne Gegenrechnung von anderen Sozialtransfers. Also wo man sagen würde, das ist ja mit dem BGE eigentlich bezahlt, zum Beispiel in Österreich Familienbeihilfe oder die Ausgleichszulage zu den Pensionen zum Beispiel. Also wenn man hier gar keine Gegenrechnung macht, kommt man hier zu einem Finanzierungsvolumen für ein BGE von 125 Milliarden Euro. Für Deutschland wäre es halt eine 1,2 Billionen, je nachdem, wenn man das dann rundet. Und jetzt in meiner Tabelle, ich lese sie nicht vor, aber natürlich ist es ganz klar, bei einer Mikrosteuer von der vorher genannten Steuerbasis, wenn wir hier in der Nähe von 1% wären, ist das natürlich mit einem Überschuss finanzierbar. Also es heißt, wir haben hier eine gewisse Finanzierungsbasis, die neu möglich wäre, aber natürlich kann man sie der Öffentlichkeit nur dann verkaufen, wenn man auch dafür die Gegenleistung deutlich aufzeigt. Man kann hier zu strukturellen Reformen sehr wohl kommen. Und das wäre ein Ansatz, der zu überdenken wäre. Also kurz noch einmal die Vorteile. Es wäre relativ einfach zu beheben, weil es geht ja jetzt auch weil der Zahlungsverkehr ja automatisiert ist. Die Steuerbasis wäre sehr breit. Die Einnahmen könnten im Prinzip sofort generiert werden und nicht ex post wie bei der Mehrwertsteuer, wo es auch Umgehungsmöglichkeiten und Verschleierungsmöglichkeiten natürlich gibt. Das für viele ja weg. Es ist ähnlich zu verstehen wie eine Konsumsteuer. Es wäre auf eine Transaktion sozusagen eine kleine Steuer darauf. Die Transaktion erfolgte aus irgendeinem Grund. Folglich werden nicht Personen besteuert, nicht Unternehmen, nicht Arbeit, sondern nicht Produkte, nicht dem Verhalten, sondern eben der Zahlungsverkehr, also die Geldbasis, die wir hier haben. Im Prinzip würde es der Steuergerechtigkeit dienen und auch die Steuerbekämpfung helfen, also da eindeutig. Und damit wäre es aus meiner Sicht auch eine echte Alternative zur Finanzierung des Sozialstaates. Folglich, es geht hier darum, jetzt die Steuerbemessungsbasis tatsächlich genau zu definieren. Die Mikrosteuer ist aus meiner Sicht eine innovative und auch realistische Option zur Finanzierung eines BGEs. Sie birgt ein hohes Potenzial für strukturelle Reformen des Sozialstaates und deswegen sicherlich eine überlegenswerte Option, die sich hier zeigt. Vielen Dank und darf ich weiterleiten zu... Ich möchte mich auch recht herzlich bedanken für diese Forschungsarbeit. Das war jetzt, sehr verehrte Damen und Herren, nur die Präsentation dieser Arbeit. Sie können die komplette Publikation auf der Webseite des Vereins Generation Grundeinkommen unter der Domain füreinander.jetzt unter dem Menüpunkt Studien finden und auch downloaden. Genau dasselbe gilt für die Arbeit von Dr. Florian Wackolbinger, die ich Ihnen jetzt auch kurz, ich möchte Ihnen den Autor kurz vorstellen. Dr. Florian Wackolbinger ist studierter Volkswirt mit den Schwerpunkten Finanzwissenschaft und angewandte Ökonometrie. Er promovierte 2007 im Bereich experimentelle Ökonomik. Nach der Promotion und nach Kurzaufenthalten beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und der Johannes Kepler Universität in Linz wurde er selbstständiger Wirtschaftsforscher bei der Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsforschung in Innsbruck, bei der GAW. Er ist vorwiegend mit der Entwicklung mikro- und makroökonomischer Simulationsmodelle tätig und hat diesen speziellen Umsetzungsvorschlag der Generation Grundeinkommen für eine Finanzierung detailliert untersucht. Herr Dr. Wackolbinger, ich bitte um Ihre Ausführungen. Vielen Dank für die Einführung. Ich darf den Bildschirm freigeben. Das wäre also die Arbeit, mit der ich mich beschäftigt habe. Sie trägt den Titel Consumption Financed, UBI, also Unconditional Basic Income, also ein Konsumsteuer finanziert. Es geht um die Finanzierung durch den Konsum. Also der Fokus ist, dass der derzeit gültige Schwerpunkt auf die Einkommensbesteuerung, auf die Finanzierung des Sozialstaates bzw. auch eines Grundeinkommens auf Basis von Einkommensteuer hingeführt werden soll zu einer Konsum,
finanzierten, konsumfinanzierten Leistungen, hätte den Vorteil, dass die Steuer, auch die Steuerverschiebung, die Verschiebung von Gewinnen in sogenannte Steueroasen wesentlich eingedämmt würde. Also die Steuer wird wirklich dort, wo der Konsum dann entsteht, dort wird auch die Steuer dann bezahlt, wäre dann also sozusagen ein wesentlicher Vorteil. Und wir haben uns das angeschaut, wie das denn umgesetzt werden könnte, eine Einführung eines Grundeinkommens bei gleichzeitiger Umstellung dieses Steuersystems auf eine Konsumsteuer, aber nicht nur eine Konsumsteuer, sondern auch eine Exportsteuer. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso sollen eigentlich Exporte besteuert werden? Antwort, weil sie jetzt auch schon besteuert sind. Und zwar sind in den Preisen der Exportgüter, wie auch in den Preisen aller Konsumgüter bzw. auch aller Güter, jetzt schon im signifikanten Ausmaß Steuern enthalten, nämlich die Einkommensteuern, die auf die Löhne der Personen, die im Produktionsprozess involviert sind, wie auch die Steuern auf die Gewinne von den Unternehmen, die im Produktionsprozess beteiligt sind, ja natürlich sich in den Preisen wiederfinden. Das heißt, es ist also wirklich eine Umschichtung. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwas besteuert wird, was vorher nicht besteuert worden wäre, sondern einfach die Besteuerung wird auf andere Beine gestellt, eben Konsumsteuer finanziert oder Exportsteuer finanziert. Alle anderen Steuern in diesem System, das wir da Simulationsrechnungen angeschaut haben, alle anderen Steuern werden abgeschafft und es bleibt dann wirklich sozusagen nur noch die Konsumsteuer oder die Exportsteuer übrig. Da haben wir jetzt einheitliche Steuersätze gewählt. Man könnte aber natürlich die Konsumsteuer, da würde es sich ganz gut anbieten. Man könnte sie in einer weiteren Rechnung dann irgendwie so ausgestalten, dass beispielsweise ökologisch weniger gut verträgliche oder umweltschädliche Produkte ein bisschen höher besteuert werden. Je nachdem, welchen Fokus man da setzen möchte, könnte man diesen dann setzen. In der ersten Rechnung haben wir einfach einen einheitlichen Steuersatz gemacht. Jetzt zeige ich noch ganz kurz her, obwohl es Frau Dr. Dreher auch schon gesagt hat, wie hoch wäre denn das Grundeinkommen, das da finanziert werden sollte durch diese Konsumsteuer, diese Exportsteuer. Wir haben das für Österreich auf 15.000 Euro normiert und haben aber gleichzeitig noch Simulationen für den ganzen EU-Raum gemacht, wo es um diese 15.000 Euro gemessen an der Kaufkraft relativ zu Österreich normiert wurden. Da ist es so, dass es in den meisten, nicht in allen, aber in den meisten EU-Ländern, die in diesen Simulationsrechnungen, wäre das Grundeinkommen dann etwas niedriger als. In Österreich im EU-Schnitt wäre es dann bei 13.000 Euro. Aber für Österreich, also die Rechnungen, die für Österreich gemacht wurden und die heute auch im Vordergrund stehen, da ist es 15.000 Euro, wie du gesagt hast, 1.250 Euro pro Monat und für unter 18-Jährige die Hälfte. Das wäre also diese Grundeinkommenshöhe. Alle anderen, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, alle anderen staatlichen Leistungen bleiben erhalten, bis auf einige Haushaltstransfers, die das Grundeinkommen doch ersetzt. Beispielsweise für Österreich könnte man hier nennen die Familienbeihilfe oder das Kinderbetreuungsgeld, weil ja die Kinder ohnehin Grundeinkommen dann bekommen, oder auch das Arbeitslosengeld oder auch, wie du auch, glaube ich, erwähnt hast, die Ausgleichszulage auf Pensionen. Also das würde alles durchs Grundeinkommen ersetzt. Das ist also im Ausmaß von, haben wir errechnet, von ca. 17 Milliarden in Österreich wäre das, die ersetzt würden. Und das Grundeinkommen, das macht, das hast du auch schon erwähnt, 125 Milliarden Euro jährlich für Österreich aus. Und wie könnte die Finanzierung durch die Konsumsteuer ausschauen? Zunächst mal, welche Steuersätze sind hier notwendig? Die Frage, welche Steuersätze notwendig sind, hängt, Moment, das muss ich kurz zurück, genau, welche Steuersätze hier notwendig sind, hängt in sehr starkem Ausmaß davon ab, wie sich denn die Löhne entwickeln werden, die nach einer allfälligen Umstellung auf ein Grundeinkommen am Arbeitsmarkt gültig werden. Wie würden sich diese Löhne entwickeln? Und da haben wir, das ist deswegen signifikant, weil auch der Staat Löhne bezahlt, weil irgendwie auch davon auszugehen ist, wenn die Löhne steigen, dann müssten wahrscheinlich auch die Pensionen, die der Staat noch auszahlen muss, steigen. Wenn die Löhne sinken, könnte vielleicht der Staat auch die Pensionen senken. Also das ist nicht ganz klar, wie sich diese Löhne entwickeln werden. Wir haben das auch nicht betrachtet, dass wir also eine Prognose geben, wie sich denn die Löhne entwickeln. Sehr wahrscheinlich ist es, dass sich einige Löhne erhöhen werden, andere würden sinken, je nachdem, wie attraktiv die Arbeit ist, also die Arbeit, die da bezahlt wird mit diesen Löhnen ist. Wir haben dann zwei Szenarien herausgegriffen. Das eine ist,
Es wird das Grundeinkommen eingeführt und das Gesamteinkommen bleibt gleich. Das Gesamteinkommen inklusive Grundeinkommen bleibt gleich. Das wäre so gewissermaßen, du nennst es immer umwandelnde Einführung. Eine umwandelnde Einführung, das heißt, ein Teil des Lohns wird durch das Grundeinkommen ersetzt. Im Schnitt ist es, also im gesamtwirtschaftlichen Schnitt, ist es so, dass das Gesamteinkommen, das Haushaltseinkommen, das Verfügbare, gleich bleibt. Und das zweite Szenario wäre, das Arbeitseinkommen bleibt gleich. Also das Grundeinkommen kommt on top aufs Arbeitseinkommen rauf. Das heißt, an den Löhnen ändert sich mehr oder weniger nichts. Die Leute kriegen das Grundeinkommen. Was passiert dann? Wie hoch ist der Steuersatz, der dann das Grundeinkommen finanziert? Dann komme ich gleich zu den Steuersätzen. Wo habe ich meine Raten? Genau, das sind die Steuerraten, die das Grundeinkommen finanzieren könnte. Wenn es so ist, dass die Löhne, dass also das erste Szenario S1 ist das da bezeichnet in dieser Abbildung, wenn es so ist, dass also das Gesamteinkommen gleich bleibt, das würde bedeuten, dass die Löhne sinken und dass mit dem Grundeinkommen eben das Gesamteinkommen insgesamt dann gleich bleibt, dann würde in Österreich ein Konsumsteuersatz von 80% in etwa und ein Exportsteuersatz wäre möglich von ca. 50%, ein bisschen unter 50%. Die Exportsteuer, das muss ich vielleicht noch erwähnen, die ist übrigens so kalibriert, dass das Preisniveau der Exporte gleich bleibt, dass also die Konkurrenzfähigkeit am Weltmarkt gesichert ist. Wenn jetzt die Löhne sehr stark sinken, weil eben das Grundeinkommen die Löhne ausgleicht, dann kann die Exportsteuer etwas höher sein, als wenn die Löhne höher sind, weil dann um das Preisniveau, das Weltmarktpreisniveau sozusagen der Exporte fix zu halten, dann geht sie dann nicht mehr so viel Exportsteuer aus. Also da hat man 80%ige Konsumsteuer und eine 50%ige circa Exportsteuer. Wenn es aber so ist, wenn das Szenario 2 eintritt, dass also die an den Löhnen ändert sich nichts und das Grundeinkommen geht on top drauf, dann wäre die Konsumsteuer etwas über 100%, circa 110% und die Exportsteuer müsste etwas niedriger sein. Das Ganze könnte man runterdeklinieren für, auch für Deutschland haben wir auch noch ausgewiesen, auch für die EU-Länder, das spare ich mir vielleicht jetzt. Und das wären also diese Export- und Konsumsteuersätze. Wie gesagt, diese Steuersätze würden dann ja alles umfassen. Da würde auch die jetzige, also jetzt sind ja auch Steuern in den Preisen, in den Güterpreisen enthalten. Aber die sind halt aufgelegt auf ganz viele verschiedene Steuern. Dann wäre es nur mal diese beiden Steuern, Konsumsteuer und Exportsteuer. Zu diesen Raten würde sich dann, also diese Steuerraten zur Finanzierung des Grundeinkommens, alle anderen staatlichen Leistungen bleiben erhalten, würden sich dann in Verschiebungen beim Preisniveau und in Realeinkommensveränderungen übersetzen. Das haben wir dann auch untersucht und die gute Nachricht oder die auch fast etwas überraschende Nachricht ist folgende. Der strichlierte Balken ist das Realeinkommen. Es gibt praktisch, also in diesen Rechnungen, es gibt praktisch keine Veränderung des Realeinkommens. Das heißt, die Kaufkraft bleibt erhalten. Im Szenario 2, das wir hier sehen, würden zwar die Konsumgüterpreise schon ansteigen, weil eben die Löhne gleich bleiben, dann muss noch das Grundeinkommen finanziert werden. Also es wäre ein größeres Volumen an Steuern notwendig. Es wäre ein größeres Volumen an Steuern notwendig. Das würde die Preise, die müssen dann, das wird wieder in die Preise übersetzt, dann würden die Preise aber steigen, aber nicht die Realeinkommen. Es käme zu einer gewissermaßen zu einer Entwertung, ein bisschen Entwertung des Grundeinkommens, aber nicht so, dass die Realeinkommen irgendwie darunter leiden würden. Im Schnitt würden die Realeinkommen nicht darunter leiden. Und somit wäre das sozusagen, braucht man sich zumindest nicht fürchten, dass da die Preise so stark steigen, dass es zu großen Realeinkommensverlusten kommen würde. Was wir dann auch noch, Frau Dr. Dreher, die Kollegin hat es auch erwähnt, was wir dann darüber hinaus noch untersucht haben, wäre Verschiebungen am Arbeitsmarkt, Verschiebungen des Arbeitsangebots. Die Frage ist, wird da noch jemand arbeiten, wenn man es jetzt sehr polemisch formuliert? Antwort wäre, das haben wir dann in Mikrosimulationsrechnungen uns angeschaut, Antwort wäre ja, würde noch der Rückgang des Arbeitsangebots, ich darf jetzt wieder da die letzte Grafik noch zeigen, der Rückgang des Arbeitsangebots wäre
Es gäbe einen Rückgang, aber nur einen sehr leichten Rückgang. Sie sehen es hier, die Skala im Prozent des derzeitigen Arbeitsangebots. Wäre der Rückgang, wenn man es in Stunden misst oder hier in Vollzeitäquivalenten misst, FTE, also Fulltime Equivalents, in Stunden misst etwa 2%. Und zwar in sowohl Szenario 1 als auch in Szenario 2. Das Interessante daran, der Rückgang ist eigentlich nur durch Rückgang des die Simulationsrechnungen zeigen das zumindest so, der Rückgang ist eigentlich nur durch Rückgang des Stundenausmaßes, also die Leute würden weniger arbeiten, aber es würde kaum jemand, das wäre der strichlierte Linie, kaum jemand zu arbeiten aufhören. Es ist sogar so, dass das die Nettobetrachtung ist, die ich hier zeige. Das heißt also, es würde ein paar Leute zu arbeiten beginnen, ein paar Leute würden auch das Arbeitsangebot erhöhen, also das Stundenausmaß erhöhen, gleichzeitig aber würde von mehreren eben, von etwa 10% sozusagen, das Stundenausmaß gesenkt. Und das ist hier die Nettobetrachtung. Auch hier ist es so, dass man eigentlich die Frage nach diesen Rechnungen, jetzt mit diesen Rechnungen so beantworten kann, dass es zwar einen Rückgang des Arbeitsangebots geben würde, aber der ist nicht besonders dramatisch. Das deckt sich übrigens auch mit Studien, die wir schon vor jetzt mittlerweile schon von fast 15 Jahren gemacht haben, eine größere Befragungsanalyse, also eine Analyse basierend auf Befragungen in Deutschland, wo im Wesentlichen das Gleiche rausgekommen ist, sogar noch ein bisschen besser, allerdings auf Basis einer Befragung und dies hier auf Basis von einer Mikrosimulationsstudie. Das heißt also, Realeinkommensveränderungen wären eigentlich nicht zu erwarten und auch keine größeren, schon ein bisschen Rückgang, aber größeren Verschiebungen am Arbeitsmarkt. Das wären die Hauptergebnisse von der Studie, die ich jetzt federführend durchgeführt habe, gemeinsam mit der Elisabeth und dem Fritz, der hier auch im Publikum ist. Danke. Wunderbar. Ich darf noch bitten, das Bildschirmteilen zu beenden. Ja, danke. Ich möchte das jetzt noch ganz kurz ein bisschen zusammenführen. Also vielleicht nochmal zurück zum Anfang, was denn ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Definition überhaupt wäre. Da versuchen wir es immer ohne eine Zahl von der Funktion her zu beschreiben, als dass eine Gesellschaft all ihren Mitgliedern einen regelmäßigen Betrag garantiert, ohne Zwang zur Gegenleistung und hoch genug, um ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Das sind die Kriterien, die international auch ein Grundeinkommen auszeichnen, verarbeitet, dass es eben ein Grundrecht ist, also eine Garantie der Gesellschaft, dass es alle erreicht, Verzeihung, und nicht nur Teile der Gesellschaft, dass es ein ausreichend hoher Betrag sein muss. Das ist ganz wichtig, dass eben ein Grundeinkommen auch diese Freiheit dem Individuum zuwachsen lässt, zu einem vielleicht ausbeuterischen Angebot Nein sagen zu können und zuletzt ohne Antrag, ohne Bedürftigkeitsprüfung, ohne Erwartung einer konkreten Gegenleistung. Also wirklich eine bedingungslose Zahlung. Das wäre die eigentliche Innovation gegenüber den heutigen Grundsicherungssystemen, die ja immer implizit die Frage stellen, ob es notwendig ist, dass diese Hilfe ausbezahlt wird. Das wäre also die große Innovation beim bedingungslosen Grundeinkommen und um eben Menschen ohne Not lebenslang und ohne bestimmtes Gegenverhalten finanziell zu unterstützen, würde das Gerechtigkeitsempfinden, wenn Leistungsträger das über ihre Abzüge finanzieren würden, wahrscheinlich getriggert werden. Und so steht eine Einführung unter einem ungünstigen Stern. Und wir haben Ihnen jetzt zwei mögliche Ansätze, ohne dass man dieses Gerechtigkeitsempfinden sozusagen verletzt, ein Grundeinkommen sogar in ausreichender Höhe und zum Vorteil für den Wirtschaftsstandort finanzieren kann. Soweit meine Zusammenfassung und möchte jetzt die Möglichkeit geben, falls Fragen im Publikum sind, diese zu stellen. Bitte immer kurz den Namen nennen und an wen die Frage adressiert ist. Gibt es Fragen im anwesenden Publikum? Hoffentlich haben wir keine technischen Probleme und können das hören. Ansonsten ist auch noch der Chat möglich. Gut,
Wenn sich also keine Fragen im Publikum befinden, möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass die Studien und auch genauere Beschreibungen des Grundeinkommens auf der Webseite Füreinander Jetzt, die der Verein Generation Grundeinkommen betreibt, abrufbar sind. Ich möchte mich bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken und Sie darauf verweisen, Sie finden unter dem YouTube-Kanal der Generation Grundeinkommen diese Präsentation und das Pressegespräch zum Nachsehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Tag.